In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du das Tool Opus Clip nutzen kannst als Podcaster oder auch als Videoproducer, um aus deinen langen YouTube-Videos ganz viele Kurzvideos zu generieren und das Ganze mit extrem wenig Aufwand. Und dazu steigen wir mal ein in das Tool Opus Clips. Du siehst jetzt hier das Tool Opus Clips tatsächlich, wie es aussieht, wenn du auf die Webseite gehst, die du unter diesem Video findest. Ich lade das nochmal neu. Jetzt siehst du hier oben auch den Sign-up-Button und kannst dich da einfach registrieren. Du kannst das Ganze einfach auch for free mal testen mit einem Video. Du packst da einfach den Link rein und dann schaust du dir das an. Wie du siehst, du kannst auf jeden Fall coole Captions reinmachen. Du siehst so ein bisschen, wer das alles auf jeden Fall auch nutzt. Du kriegst Inspiration zu den verschiedenen Caption-Styles. Du kannst AI-Frames nutzen und vieles mehr. Also auch Overlays, B-Roll. Du kannst das Video da drin schneiden und vieles mehr. Wir hüpfen jetzt einmal rein. Dadurch, dass ich schon registriert bin und die Bezahlversion habe, kann ich jetzt einfach schon auf mein Dashboard klicken und muss mich nicht mehr einloggen. Und du siehst jetzt hier eben auch, dass ich eben schon einige Videos damit erstellt habe. In der Regel sind das tatsächlich sogar alles meine Podcast-Folgen. Ich mache Podcasts, das sind lange Videos, ja meistens 30, 40 Minuten. Und was du jetzt machen kannst, ist eben, wenn du lange YouTube-Videos hast, du nimmst dir einfach den Link von YouTube und dann pastest du den einfach hier rein. Ich mache das jetzt mal, dann dauert es einen ganz kurzen Moment und dann sind wir auch schon direkt in einem Schritt, wo du auswählen kannst, welche Art von Kurzvideos du machen möchtest. Er hat jetzt das Video erkannt, du siehst hier das Thumbnail direkt. Und was ich jetzt immer nur noch hier mache, ist auszuwählen, wie lang diese Kurzvideos sein sollen. Tatsächlich nehme ich in der Regel die unter 30 Sekunden und 30 bis 60 Sekunden Kurzvideos. Du kannst inzwischen natürlich, dadurch, dass eben die YouTube Shorts auch länger als eine Minute sein können inzwischen, kannst du natürlich hier auch was anderes noch auswählen. Aber tatsächlich finde ich, Kurzvideos sollten kurz sein, kurz und knackig. Deswegen wähle ich persönlich eigentlich immer nur diese zwei hier aus. Du kannst natürlich auch sagen, hey KI, finde du raus, was die beste Länge ist für die Videos. Mir ist immer wichtig, dass ich diese Kurzvideos auf möglichst vielen Plattformen einfach gleichermaßen teilen kann. Und deswegen bleibe ich in der Regel unter 60 Sekunden. Oder eben, wie gesagt, jetzt dadurch, dass YouTube Shorts inzwischen auch länger sein können, könnte man das hier auf jeden Fall auch noch auswählen. Dann kannst du eben, um Credits zu sparen, zum Beispiel hingehen und sagen, okay, bis dahin geht mein Intro, also bitte schneide nur aus dieser Sequenz Kurzvideos. Ich persönlich nehme tatsächlich immer das ganze Video. Das funktioniert für mich eigentlich immer ganz gut. Und dann braucht man eigentlich nur noch eins. Und zwar kann man hier unten Templates auswählen. Du siehst es jetzt hier wahrscheinlich auch schon, dass da so ein paar bekannte Gesichter auftauchen. Das sind einfach verschiedene Stile von bekannten YouTubern und Unternehmern, die das Ganze eben nutzen. Und du kannst hier natürlich einfach deren Stil dann rausnehmen. Zum Beispiel haben wir jetzt hier den Sean von Think Media und sagen, den Stil finde ich cool, bitte benutzt den in meinem Video. Du kannst natürlich auch die Ratio ändern, also wenn du eben nicht im Hochkantformat deine Kurzvideos haben möchtest, sondern vielleicht doch einfach im Querformat bleiben willst, dann kannst du das Ganze hier auswählen oder auch im Quadrat, also im 1:1 Format, geht alles. Ich habe mir jetzt schon sogenannte Templates erstellt, die siehst du hier unten und wir gehen mal ganz kurz hier rüber, ich habe das eben schon angeklickt. So sieht mein Template aus für den Podcast, das Ganze heißt bei mir jetzt Michi Roth, dann weiß ich immer, was gemeint ist, kannst du benennen, wie du magst und hier hast du einfach nochmal die ganzen Voreinstellungen, in meinem Fall Hochkant, dass ich eben alle möglichen Stile möchte, also kannst hier auch Dinge ausschließen, zum Beispiel habe ich Gameplay ausgeschlossen, weil ich tatsächlich ja kein Gameplay mache, sondern einen Podcast habe, deswegen funktioniert das Format für mich persönlich nicht so gut, aber wenn du eben zum Beispiel ein Gamer bist, dann kannst du einfach hier Gameplay auswählen und da bist du einfach oben zu sehen und unten ist eben das Spiel zu sehen, was auch ziemlich cool ist. Dann kannst du noch ein paar andere Sachen auswählen, du kannst die Presets erstellen, du kannst sagen, wie viele Wörter oder auch ja, Zeilen da einfach zu sehen sein sollen, du kannst sagen, ja, mach das alles automatisiert, wo du die Caption hinpackst, was ich sehr sinnvoll finde, das wirst du auch gleich sehen. Du kannst aber auch sagen, nein, ich möchte die immer oben oder unten haben oder in der Mitte. Tatsächlich ist Auto ganz cool, weil wenn du zum Beispiel mal ein Splitscreen hast, dann ist es blöd, wenn der Text immer unten ist. Dann kann man es vielleicht ganz gut in die Mitte machen. Während natürlich, wenn eine Person, so wie jetzt hier gerade halt im Vollbild zu sehen ist, hochkant, dann macht es natürlich Sinn, dass die Caption weiter unten ist. Und deswegen überlasse ich das eigentlich immer der KI und das funktioniert ziemlich gut. Genau, dann kannst du die Animation auch auswählen, was dir ganz gut gefällt. Ich bin da momentan bei Bounce, aber das kannst du dir einfach anschauen, was dir gefällt, Schriftart, Schriftfarbe. In dem Fall habe ich eben ja als Highlighter quasi rot gewählt, weil das so ein bisschen die Farbe ist von meinem Podcast, rot-schwarz. Und tatsächlich, ja, weiße Schrift funktioniert ganz gut bei meinen Videos, dadurch, dass ich eben meistens einen sehr dunklen Hintergrund habe und die Caption eben vor allem im mittleren oder im unteren Bereich ist. Dann kannst du noch auswählen, ob du eben Uppercase haben möchtest, also alles groß geschrieben haben oder so, wie du es halt geschrieben hast, beziehungsweise wie es halt normalerweise rauskommt, dass man nur bestimmte Wörter eben groß schreibt. Ich finde Uppercase tatsächlich eigentlich ganz cool, weil dadurch, dass die KI zwar inzwischen auch sehr gut ist in Deutsch, aber einfach manche Wörter nicht direkt erkannt werden und es dann schwierig sein könnte oder auch zweideutig sein könnte, ob es jetzt ein Verb ist oder halt doch ein Substantiv, ist es einfach safer, das Ganze auf Uppercase stehen zu lassen. Da hast du dann noch so verschiedene andere Optionen. Ich bin da einfach relativ simpel unterwegs tatsächlich, aber du kannst dir ja da einfach mal den Stil anschauen von deinem Lieblings-YouTuber zum Beispiel bei den Presets, die es bereits gibt.
und dann damit eben optimieren, bis du deinen eigenen Stil findest. Das hier ist jetzt das Template, was ich benutze und deswegen gehen wir mal zurück. Damit haben wir eigentlich schon alles gemacht. Du kannst jetzt hier noch ein paar Keywords zum Beispiel eingeben, nachdem die KI speziell in dem Video suchen soll. Also in dem Fall jetzt Lena, die aus dem Podcast hier war, die macht Personal Brand Fotos. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, ja, mich interessiert vor allem alles, was um LinkedIn ist, weil wir ein bisschen darüber gesprochen haben, dass Personal Brand Fotos auf LinkedIn halt sehr beliebt sind und sehr sinnvoll sind. Deswegen könnte ich jetzt sagen, hier, guck mal, bitte such nach LinkedIn. Und dann einfach weitermachen. Vielleicht noch ein Satz zur Credit Usage. Du siehst es hier oben, ungefähr 25 Credits werden jetzt verbraucht davon. Ich habe aktuell noch knapp 2800 Credits. Insofern ist das überhaupt kein Thema, jetzt hier dieses Video zu generieren. In der Regel die Faustformel ist, dass du ein Credit pro Minute hast. Ich glaube, das steht hier auch irgendwo genau, 25 Minuten ungefähr, 25 Credits. Du siehst, theoretisch sind es 25 Minuten 30, also eigentlich aufgerundet 26 Minuten. Aber letztlich, wenn du genug Credits hast, wäre das jetzt egal, ob das 25 oder 26 Credits sind. Hab da einfach ein Auge drauf, wenn es irgendwann mal niedrig wird, ob du dann vielleicht doch ein bisschen korrigierst, weil wenn ich jetzt hier schiebe, du siehst es, dann sind es nur noch 20 Credits. Aber genau, die Aufrundung ist ja eben sehr kulant, das ist ganz cool. Das war's auch schon und jetzt klicken wir einfach mal auf Get Clips und dann dauert das einen Moment und dann werden diese Clips generiert. Du hast es eben gesehen, dass hier bei dem Video noch so eine Zahl stand. Jetzt steht bei dem hier halt in Queue und das ist inzwischen fertig. Das habe ich eben direkt vor diesem Video aufgenommen, damit ich dir das Ganze zeigen kann, während das Video jetzt eben bearbeitet wird. Das heißt, es wird nach Clips gesucht, ist das hier gerade fertig geworden und das dauert ungefähr 10 Minuten. Deswegen machen wir jetzt hier mit diesem Video weiter und erstellen da jetzt die Kurzclips. Wie du siehst, hat Opus jetzt eine ganze Menge Kurzvideos erstellt. Lass dich mal nicht von den komischen Gesichtsausdrücken verwirren, das sind halt einfach Momentaufnahmen, während wir beide reden. Aber was ganz cool ist, und das siehst du jetzt hier auch schon, die sind direkt gescored. Ja, also 99 von 100 ist quasi das Beste, was der aus diesem Video rausholen kann, nach der Meinung der KI. Vielleicht da ein kleiner Disclaimer zu, sie ist ziemlich gut, aber sie ist nicht perfekt. Da ich das jetzt live aufnehme und diese ganzen Videos ja auch noch nicht gesehen habe, schauen wir jetzt gemeinsam einmal rein, wie das Ganze tatsächlich geworden ist. Ich kann das Ganze jetzt eben hier teilen, ich kann es runterladen und ich kann es bearbeiten. Ich empfehle dir auf jeden Fall, jedes Video nochmal anzuschauen, bevor du es runterlädst. Und natürlich im besten Fall auch noch ein bisschen zu bearbeiten. Denn wie gesagt, Opus ist gut, aber auf jeden Fall nicht perfekt. Und deswegen gucke ich mir das jetzt einmal an. Du siehst hier drüben jetzt den Bereich des Transcripts. Das heißt, das, was ich im Video sage, wurde hier einmal transkribiert. Und wir können das jetzt einfach mal lesen. Ne? Was unterscheidet uns denn eigentlich noch von einer KI? Und dann ist da eine Pause zum Beispiel. Ja, ich könnte jetzt diese Pause rausschneiden, wenn ich möchte. Und das, was ich jetzt vor allem machen werde, ist, ich höre es mir jetzt einmal an und schaue dann, ob das vom Inhalt her passt, bevor ich dann weiter editiere und eben noch B-Roll zum Beispiel drüber lege. Genau das mache ich jetzt mal. Also es ist inhaltlich ziemlich gut geworden von dem Ausschnitt her, den Opus gewählt hat. Da habe ich jetzt nichts zu bemängeln. Vielleicht ist es dir auch aufgefallen, dass hier ein Bild zu sehen ist. Das ist tatsächlich im Hauptvideo so zu sehen. Das ist natürlich fürs Kurzvideo nicht so gut, denn hier steht eigentlich IQ, EQ, Success. Ja, und dadurch, dass das Success jetzt hier nicht zu sehen ist, sieht das natürlich ein bisschen blöd aus. Aber auch dafür gibt es einen Hack und das ist auch der Grund, warum du es dir nochmal angucken solltest, bevor du es downloadest oder postest. Denn was wir jetzt machen, ist noch ein bisschen B-Roll-Material drüberlegen. Du kannst zum einen hier Text hinterlegen, also dann könnte ich selber noch was drüber schreiben. Du kannst, wenn du hier noch ein bisschen schneidest, kannst du Transitions reinmachen. Du kannst noch ein Voice-Over drüber machen und du kannst eben Bilder drüberlegen. Aktuell hat man zwei Möglichkeiten. Man kann AI Bilder generieren lassen, direkt hier in Opus und dann eben als B-Roll nutzen. Oder du kannst aber auch einfach ja, B-Roll nutzen, die er selber vorschlägt, die er aber nicht generiert, sondern in der Regel sind das Stock-Images von verschiedenen öffentlichen Plattformen, die du auch so aufrufen kannst, wie zum Beispiel Pixabay oder Unsplash und so weiter. Oder du wählst aber Stock-Footage aus und dann wählt er einfach individuell schon mal ein paar Vorschläge und du kannst aber jederzeit von der Stock-Footage was anderes auswählen. Du kannst auch, und das ist echt wichtig, du kannst auch eigene Elemente hochladen. Wie du siehst, habe ich das auch schon gemacht. Und du kannst auch weitere Videos zum Beispiel einpflegen. Aber ich bleibe jetzt mal tatsächlich beim Thema Stock-Footage. Schauen wir uns das Ganze mal zuerst an. Ist auch mal ganz cool, damit ein bisschen zu spielen, zu gucken, welche Stock-Images kommen denn. Oder aber auch natürlich, welche KI-Bilder generiert er denn zu diesem Video. Das hat jetzt gar nicht lange gedauert. Auch da wieder super wichtig, einfach mal drüber zu gucken, denn du siehst es hier schon, es ist nicht immer ganz passend. Das sollen jetzt Emotions sein. Ich persönlich sehe jetzt erstmal nur die Augenbraue des Herrn, wo ich mir denke, okay, das ist vielleicht nicht unbedingt das passendste Bild, was positive Emotionen weckt. Und deswegen würde ich vielleicht eher ein anderes Bild wählen, wie zum Beispiel so etwas. Ja, das ist vielleicht ein bisschen mehr Freiheitsfeeling
Oder schauen wir mal, was das für eine Emotion ist. Können wir ja dann abspielen. Das zum Beispiel finde ich viel besser. Aber ich bin auch noch nicht ganz happy mit, aber wir gucken einfach mal weiter. Was haben wir denn hier noch? Auch das ist vielleicht nicht wieder ganz passend, ne? Ich kann jetzt den Bildausschnitt verändern, aber ich finde das Bild nicht passend zum Text. Deswegen gucken wir uns noch das letzte an, bevor wir dann auf KI-Images wechseln. Das finde ich ganz cool. Kommunikation und Austausch. Hier einfach so ein bisschen ja, Internetdarstellung von Daten und so weiter. Das ist ganz cool, das würde ich wahrscheinlich behalten wollen. Aber dadurch, dass die jetzt nicht gut sind, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich wähle jetzt hier ein anderes Bild aus, was mir persönlich zusagt. Gucken wir mal, ob das was passt. Das zum Beispiel ist jetzt ein Foto und kein Video. Deswegen finde ich das nicht ganz so passend. Das ist jetzt auch ein Foto, ist jetzt auch nicht ganz so passend. Also was ich jetzt machen werde, ist zum Beispiel einfach auf AI B-Roll zu wechseln und dann kriegst du da auch einfach ein Update, kannst es wegklicken. In der Zeit wird das generiert, du siehst es hier oben, der Timer läuft. Der erstellt jetzt einfach KI-Bilder als Alternative für dich. Du kannst leider momentan noch nicht hin und her springen zwischen den zwei Varianten. Das geht nicht, das ist ein bisschen schade, das kommt wahrscheinlich noch. Aber du kannst jetzt einfach mal gucken, ob die KI-Bilder ein bisschen besser sind und da schauen wir jetzt mal rein. Und das sind jetzt Bilder, die gibt es so nicht, die wurden jetzt generiert durch die KI. Ob die jetzt so viel besser sind oder nicht, das überlasse ich jetzt mal dir. Aber das sind einfach die Möglichkeiten, die du hast. Also du siehst, du musst schon noch ein bisschen was machen, wenn du halt wirklich ein gutes Video machen möchtest. Du kannst auch jederzeit manuell deine eigene Stock-Footage raussuchen. Entweder eben halt ganz normal B-Roll-Material von anderen Leuten, von so Plattformen. Oder du nimmst natürlich deine eigene B-Roll, wenn es Videos von dir gibt, die passend sind zu dieser Stelle, die du gerade in dem Interview in meinem Fall erzählst oder einfach zu dem Video. Dann kannst du die einfach eben auch drüberlegen und einfügen. Ich kann jetzt zum Beispiel auch hingehen und sagen, ich finde das Foto noch nicht gut, ich reprompte das jetzt, ja, und ich sage jetzt einfach zum Beispiel, dass ich Emotionen vom Menschen versus KI haben möchte und deswegen schreibe ich jetzt einfach mal da einen kurzen Prompt rein und dann schauen wir mal, was dann generiert wird. So, der Prompt ist fertig, ist ein einfacher Prompt, wir schauen jetzt einfach mal, was passiert, wenn ich da generieren klicke, das Ganze kostet auch nichts, was ziemlich cool ist. Und dann schauen wir einfach mal, was da jetzt rauskommt. Ich könnte natürlich jetzt mir auch mit ChatGPT einen viel besseren Prompt erstellen lassen. Ich könnte generell auch manuell natürlich viel besser prompten, aber das Ganze ist jetzt einfach nur eine Demonstration. Und wir gucken uns das jetzt zum Beispiel mal an. Das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Also die Emotion ist noch nicht ganz so ausgeprägt. Hier ist sie auch sehr emotionslos, aber was schon mal gut rüberkommt, ist das Thema Robot versus Mensch. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Das hier ist auch ziemlich creepy. Jetzt weiß man gar nicht, wer da die meiste Emotion hat, aber das könnte man zum Beispiel mal nehmen. Oder ich finde halt einfach den Vergleich hier zwischen Mensch und KI schon ganz gut oder auch hier und könnte mich jetzt einfach mal für eins dieser Bilder entscheiden. Ich nehme jetzt einfach mal dieses Bild hier zu Demonstrationszwecken, finde ich eigentlich ganz cool. Und dann merkst du halt einfach auch, dass das ganz gut passt. Ich finde, das ist ein ganz runder Einstieg, könnte man jetzt einfach so stehen lassen für die Kürze der Zeit. Und jetzt gucken wir hier hinten mal noch, was da erstellt worden ist. Genau, das war ja das mit der Kommunikation. Das würde ich jetzt einfach erstmal so lassen. Das ist tatsächlich noch ein Manko von Opus. Was ich jetzt hier machen werde, ist, ich nehme mir dieses Bild hier, weil ich das überdecken will und sage jetzt einfach somebody, also ich prompte das jetzt mal kurz mit einer Person, die keine Emotionen zeigt. Das ist jetzt einfach ein einfacher Prompt, serious face, no emotions und jetzt gucken wir einfach mal, was dabei rauskommt. Denn es geht ja in der Textstelle darum, dass man ja, versucht, keine Emotionen zu zeigen, auch wenn genau das natürlich trotzdem eine Emotion ist. Und jetzt schauen wir mal, ja, ganz okay, das ist doch schon mal ganz gut. Was haben wir sonst noch? Jetzt haben wir noch diesen Herrn und jetzt haben wir noch den Herrn. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frau haben möchte, statt einem Mann ohne Emotion, dann würde ich das auf jeden Fall dazu schreiben. Ich kann jetzt nicht sagen, ob der Preset von Opus männlich ist quasi, also dass wenn man nichts schreibt, eher die Männer kommen. Das habe ich selber noch nicht getestet. Ich glaube, es ist tatsächlich Zufall. Aber auch da natürlich, KI ist immer ein bisschen biased. Insofern vielleicht ist das das Preset. Aber für mich passt das jetzt. Ich hatte vorhin eine Frau mit dem Roboter und jetzt würde ich mal diesen Herrn hier nehmen. Und was ich jetzt mache, ist zum Beispiel einmal hier hingehen und jetzt gucke ich, ab wo das Bild kommt. Das kommt ungefähr ab hier. Ab hier sieht man es nicht mehr. Und dann lege ich dieses Bild jetzt einfach mal hier drüber und ich gucke mal, bis wohin es geht. Es geht ungefähr bis hierhin. Also ziehe ich mir jetzt von hier das Bild bis dahin und lasse es einmal durchlaufen, um das nochmal zu kontrollieren. Genau, und das fand ich jetzt nicht ganz gut, den Übergang, deswegen mache ich das noch eine Sekunde länger. Genau, und dann wird das schon passen, so lasse ich das jetzt. Und dann ist ganz wichtig, hier auf Speichern zu klicken.
und dann ist das Ganze auch schon fertig. Das dauert jetzt nochmal ungefähr eine Minute, 60 Sekunden, bis das wirklich final gerendert ist, das Video. Und dann kann ich es eben runterladen. Also du siehst, es ging ja sogar schneller als 60 Sekunden. Großartig. Und jetzt kann ich gleich eben auch einfach hier diesen Knopf klicken mit Download und dann ist das ganze Video auch schon fertig. Ich hoffe, das Tutorial hat dir ein bisschen helfen können, einen Überblick zu kriegen, was Opus kann und was es aber vielleicht auch nicht kann, wo die Limitierungen von dem Ganzen sind. Vielleicht noch zum Abschluss ein paar Aspekte, die mir so aufgefallen sind, nicht nur jetzt eben, als wir das gemacht haben, sondern allgemein. Also ein Aspekt ist tatsächlich, dass man nur in HD runterladen kann aktuell. Das heißt, selbst wenn meine Videos in 4K reingeladen werden von dem YouTube-Video, kommt das Kurzvideo trotzdem nur in HD raus und das finde ich tatsächlich sehr schade. Ich vermute, dass sie daran arbeiten, dass sich das ändern wird, aber aktuell ist das der Stand. Das zweite ist eben, dass man ja nur ein paar Bilder generieren lassen kann und eben nicht sagen kann, ich möchte irgendwie alle 5 Sekunden ein B-Roll-Video oder B-Roll-Bild einblenden. Das geht aktuell noch nicht, sondern das müsste ich dann manuell einfügen. Das ist dann auch noch ein bisschen umständlich. Und ansonsten ist es eigentlich ganz cool für all diejenigen, die mit wenig Aufwand aus ihren langen Videos eben ein Kurzvideo erstellen wollen. Dafür finde ich es auf jeden Fall gut. Aber natürlich ist es nicht das Gleiche, wie wenn man manuell in einer eigenen Software oder auch mit anderen Anbietern Kurzvideos erstellen lässt. Dann gibt es auf jeden Fall bessere Softwares. Aber das Ganze schauen wir uns in weiteren Videos an. Deswegen abonniere gerne den Kanal. Wenn du Fragen hast, kommentiere die gerne. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Opus Clips, dein erstes Kurzvideo zu erstellen.